Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Sherlock Holmes The Awakened. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist seit heute endlich draußen, beziehungsweise seit knapp einer halben Stunde. Ich muss das leider noch runterladen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Erstes Kapitel, der Schatten über London. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Okay, ich bin gerade sehr, sehr verwirrt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den beiden Sherlock Holmes davor immer eine deutsche Sprachausgabe hatten. Deswegen, ich schaue jetzt noch mal eben kurz, ob ich da vielleicht noch was einstellen kann. Und ja, bin dann gleich wieder bei euch. Ja, leider kann ich nichts dazu finden. Vielleicht ist das jetzt dem Umstand geschuldet, dass, das Ganze gerade heute erst rausgekommen ist. Ich schaue mich gerade mal ein bisschen nebenbei um. Das ist tatsächlich die Wohnung, die wir letztes Mal auch hatten. Aber sie sieht irgendwie anders aus und irgendwie total durcheinander. Gerade auch mit dem Bett. Wie hat er das Bett eigentlich hierher bekommen? Das ist eine gute Frage, weil normalerweise standen die ja in den beiden Zimmern da hinten, ne? Da kommen wir jetzt auch gar nicht rein, weil hier vorne alles ganz schlimm ist. Ja, willkommen im Spiel. Benutze den linken Stick zum Bewegen und drücke A zum Interagieren. A zum Interagieren. Ich habe vorhin was gelesen, dass ich B drücken muss. Was denn nun? Okay, ich muss A drücken. Na gut. Gedrückt halten zum Inspizieren. Genau, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal Sherlock Holmes gespielt haben. London Advertiser, 28. Dezember 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem London Advertiser gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke auf sich, ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herrenetablissements oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Local gossip, all of it uninteresting. Mich nervt das jetzt ehrlich gesagt, diese komische amerikanische Stimme. Das ist was, was mich dann immer so triggert, wenn das dann nicht auf Deutsch ganz normal vertont ist. Your order from Barnes Bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Ja, kennen wir doch. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me?
I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Der Strand war nicht in der Morgenpost. Okay. Was auch immer das jetzt heißen mag. Ich würde mich aber gerne noch mal ein bisschen umgucken, bevor... Oh, Entschuldigung. Bevor wir uns jetzt hier aufmachen. Ich befürchte allerdings, dass jetzt quasi alles gesperrt ist und ich jetzt gar nichts mehr angucken darf. So, unser Analysetischlein. Das können wir auch nicht benutzen. Wir dürfen hier wirklich gar nichts benutzen. Das ist doch gemein. Nicht mal die Sachen, die wir eben angeklickt haben, dürfen wir uns noch mal anschauen. Na ja, gut, dann... Aber mit ihm können wir noch mal kurz sprechen, oder? Das bin ich yours for the digging, Mr. Holmes. Okay, dann gehen wir einfach raus. Ist hier hinten noch was? Bücher. Die können wir wahrscheinlich nicht lesen. So, heute ist es regnerisch. Daher solltest du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Öffne die Fallmappe und navigiere mit rechts 1 zum Bereich Garderobe. Um eine Kopfbedeckung aufzusetzen. Okay. Ach nee, muss ich... Nein, halt. Muss ich mir einen zweiten machen. So. Ja, die sehen halt alle nicht so. Ich meine, das hält ja den Regen nicht so wirklich ab. Ne? Außer von den Haaren vielleicht noch ein bisschen. Die sehen halt alle ein bisschen... Wir machen jetzt mal so den typischen Sherlock Holmes hier aus ihm. Ach nee, ich muss das auswählen. Ah. Okay. Ich dachte, wir müssen einfach nur zurückgehen. Dann halt nicht. Wir gucken trotzdem hier nochmal eben nach. Musste ich ja alles umwerfen, wo der drankommt? Das ist ja schlimm. Immer aus dem Weg putzen. So. So, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Er hat ja jetzt was vom Mülltonnen gesagt. Hier vorne steht einer. Okay, ist auch die richtige. Was zur Hölle ist das? Okay. Das kann ich mir jetzt aber nicht. Moment, Konzentration war hier. Aber das bringt uns gerade nicht viel. Weil er immer nur das gleiche Ding hier annimmt. Moment, da. Na? You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. Mhm. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Wenn sich da einer den Hintern mit abgewischt hätte. Wieso kann ich das Ding denn rausholen? Aber ich kann damit nichts machen. Das ist ja toll. Moment, da war doch gerade was. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove. And when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Das sollten Kaktusstachel sein. Ernsthaft. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Hi. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Hä? Das klingt total unlogisch. Ja, gut, nee, es klingt nicht ganz unlogisch, aber... Ne? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm, like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Ja, hat er nicht ganz unrecht. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not 'cause I was scared, 'cause I wasn't. I had to protect the merchandise.
and all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears, if you have more shillings. Nein, wir sind bettelarm. Wir haben keine Schillinge mehr. Wir haben den letzten gerade abgegeben. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Ja, sei doch mal ruhig. Im Bereich Gedankenspiele befindet sich eine neue Frage. Hallo, bleibst du mal stehen? Öffne sie, also die Fallmappe und navigiere. Och, halt die Klappe. Ich öffne erstmal die Fallmappe. Ich darf hier ja nichts lesen, weil ich hier nichts hören kann. Da kann ich nichts auswählen. Das macht er automatisch. Buch von Barnes, Kaktusstachel, womöglich mit Gift. Wer hat den Strand ruiniert? Hinweis anheften. Was ist denn mit dem... Das sieht hier komplett anders aus. Moment, lesen. Es stammt von Mr. Barnes, dem Buchhändler, der seine Bestellung gerne persönlich abliefert. Dem Buch liegt Mr. Barnes Visitenkarte mit der Adresse seiner Buchhandlung gleich um die Ecke bei. Das ist klar. Perfektes Mordwerkzeug und so weiter. Ja, es wäre nur schön. Beobachtung. Ah, Aussage des Zeitungsjungen. Dokument und Aussagen. Moment. Was? 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 Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Wurzen ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall. Ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Okay. Ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt hier gerade am Drücken bin, weil das alles so ein bisschen anders ist als in den anderen. Also vom Grundprinzip her ist es gleich. Aber das ist die Karte, Baker Street. Steht aber nicht drin, wo dieser Buchhandler... Komm da, Mr. Holmes, Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Nein. Oh, ich drücke immer die erste. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, in welche Richtung ich laufen muss mit dem Buchladen. Wahrscheinlich laufe ich jetzt komplett in die falsche, bei meinem Glück. Sieht mir alles nicht so nach Buchladen aus. Das ist ein Friseur. Nee, Moment. Buchladen. Das war doch ein Friseur, wo ich gerade stand. Barbershop. Dann kann das ja nur hier links sein, ne? Komm ich aber nicht rein. Wir können natürlich auch den nehmen, der jetzt direkt vor unserer Nase steht. Guten Tag. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Das ist Watson, ne? Ich wollte gerade sagen, so von hinten hätte ich den gerade gar nicht erkannt. Oh Gott, wieso steht er da drin? Tränensäcke unter den Augen. Arbeitet zu viel, okay. Gefärbtes Haar oder so, Toupet, irgendwas in der Richtung. Würde er denn auf Eitelkeit im Endeffekt dann auch so ein bisschen hindeuten? Hier ist was. Tinte, Druckerschwärze. Wo soll ich denn jetzt hin? Moment, hier ist noch was. Ach, dreh dich, komm. Lehnt sich auf sein rechtes Bein. Schmerzen am linken Bein. Ja, habe ich auch öfter. Hohe Absätze, will größer wirken. Naja. Ist nicht unbedingt der Grund, ne, für hohe Absätze, sondern weil man einfach gut drauf laufen kann.
Mr. Barnes hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Das Resultat von Schlafmangel und Stress. Er humpelt, wahrscheinlich aufgrund einer Gewalteinwirkung. Er trägt hohe Absätze, um größer oder stärker zu wirken. Vermutlich, um nicht wieder das Opfer von Gewalt zu werden. Mr. Barnes wird von jemandem unter Druck gesetzt und könnte in ein Komplott gegen mich verstrickt sein. Tja. Gut, die hohen Absätze, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt damit zu tun hat. Ich meine, gut, er humpelt. Er arbeitet in der Buchhandlung. Da ist es normalerweise nicht so üblich, dass man Unfälle hat, weshalb man mit dem Bein humpelt. Deswegen, ja, nehmen wir mal. Ja. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Ja, das war jetzt wirklich eine sehr seltsame Reaktion. Also das einzige Seltsame, was ich gerade hier in der Umgebung habe, das ist Watson selber. Aber the ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Okay. Deswegen könnte er natürlich theoretisch hinken. Aber hier war doch gerade noch was. Dich habe ich gehört, du kleiner Schnuffel. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ah, Flappohr. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Jetzt ist er auch noch taub geworden innerhalb von ein paar Sekunden. Okay, hervorheben. Also wenn da schon steht, dass ich irgendwas hervorheben soll, dann gehe ich mal stark davon aus. I could hardly imagine anything more macabre. Ja, aber ich kann es nicht sehen. Worum geht's denn? Alien-Angriff oder sowas? Naja, nee, sieht eher noch Oblivion oder so aus. Okay. Also ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich in diesem Modus bleiben, dass wir da irgendwas finden, aber... Na? Na? Ah. Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Noch irgendwas anderes? Katalog für exotische Pflanzen. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Ich vermute mal einfach, dass Kakteen auch dazu gehören. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Oh Gott, ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Der ist in mich verliebt, der wollte mich nicht umbringen. Killing Tempest, okay. War das jetzt schon alles, was ich jetzt damit hervorheben sollte? Oder kann ich das so auch sehen? Doch, das kann ich doch so auch sehen. Schauen wir mal. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Okay. The finest view London has to offer.
Naja, ob das jetzt wirklich ein Hinweis war. Okay, hier haben wir noch was? Oder nicht? Hatte ich hier nicht eben noch was leuchten sehen? Anscheinend doch nicht. Na gut. Kann ich nichts mitmachen? Weder mit der Kasse, noch mit dem Buch, noch mit sonst irgendwas. Okay. Ah, Fluffy. Jo, das heißt, können wir denn schon irgendwas kombinieren vielleicht? Warum verhält sich Mr. Barnes so sonderbar? Das weiß ich ja gerade nicht. Kaputte Holzleiter in Mr. Barnes Laden. Katalog für exotische Pflanzen. Achso, Moment. Hä? Warum er sich so sonderbar verhält? Nehme ich mal an, das hat mit den exotischen Pflanzen zu tun. Kryptologiebücher. Kaktusstachel womöglich mit Gift. Kann ich nicht anklicken. Das kann ich auch nicht anklicken. Beobachtung. Verwelkte Blumen im Schaufenster. Deswegen verhält er sich wahrscheinlich auch komisch. Das ist schon richtig. Aussagen. Mr. Barnes. Aussagen des Zeitungsjungen. Okay. Es ist alles so ein bisschen... Also das andere, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich strukturierter irgendwie. Mit dem Zusammensetzen und alles. Bringt uns das jetzt irgendwo weiter? Nicht wirklich, ne? So, da sind wir gerade. Das ist klar. Muss ich immer noch diesen komischen Hut aufhalten oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber hier ist doch sonst nichts mehr, was da... Oder? Stehe ich schon wieder auf dem Schlauch, weil ich denke, ich muss noch was lösen und ich habe schon alles gelöst hier, oder? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Ne, finde ich auch. Ich meine, ich kenne den Typen jetzt nicht, aber... Das ist schon sehr, sehr seltsam. Das hatte ich auf jeden Fall. Hier konnte ich nichts machen. Habe ich jetzt irgendeine Schlussfolgerung vielleicht falsch gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist auch grau. Das heißt, da kommt auch nichts mehr. Kann ich auch nichts anderes angucken. Oder benutzen halt. Was ist da mit dem Schirmständer? Da könnte ich nochmal gucken. Nee, auch nicht. Okay, ja. Muss ich ihn dann vielleicht nochmal... ach. Mann, ich will das immer zum Laufen nehmen. Nee, mit ihm kann ich jetzt gar nicht mehr reden. Anscheinend. Okay. Ja. Kein Problem. Erste Folge so gut wie abgeschlossen und schon landen wir in der Sackgasse. Das ist Sherlock Holmes. Ich liebe es. Katalog, das ist alles, was wir so rausgefunden haben. Die Zeitung liegt tatsächlich in der Mülltonne. Das war das, was wir gelesen hatten. Das ist jetzt so ein Sternchen. Also, warte, Moment. Hinweis anheften, genau. Das können wir ja auch noch machen. Microsofts Agenten nutzen Blumen auf ähnliche Weise. Das heißt, ach so, kann ich vielleicht mit ihm da nochmal drüber sprechen? We're looking for a cactus needle in a haystack. Hmm. A spine in a bookstack? No, come on, Watson, think.
Genau, einfach mal denken und mich nicht mit so einem Quatsch hier nerven. Jetzt ist die Frage, ist sie jetzt vielleicht zufälligerweise eine von seinen Agentinnen? The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Okay, also die scheint hier zu arbeiten. Och, Mann, immer steht er da, wenn ich denke, dass ich bei Leuten mal was nachfragen kann. Männer sind die Agenten noch mal in der Nähe, oder? No, I don't know anything about that. Du weißt ja gar nicht, was ich fragen will. Are you able to help me? No, I don't know anything about that. Hm. Was mit dem hier? Du hängst nur Plakate auf. For your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Ja, was ist hiermit? Kann man von außen irgendwas sehen, was man von innen nicht sieht? Nicht wirklich, ne? Oder das hier? Charles Dickens, Edgar Allan Poe, M. Gogol. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch irgendwas sehen kann. Ich will allerdings auch die Folge jetzt nicht zu lange machen. Deswegen, ich werde nochmal so ein bisschen rumspielen, eventuell mit den, mit diesen Gedankendingern, weil was mich jetzt so nervt, links ist das grün, rechts ist es rot. Das heißt, wir müssten ja eigentlich hier auf der Seite, ach, jetzt auf einmal kann er das da reinmachen, oder was willst du mich jetzt veräppeln? Charakterprofil. Da kann man nichts anklicken. Aussagen, Dokumente. Okay. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Warum verhält er sich so sonderbar? Kaktusstachel, womöglich Buch von Mr. Barnes. Beobachtungen, Dokumente und Aussagen. Dann schmeißt er mir das wieder anders hin. Ja. Jetzt kann ich es gar nicht mehr ändern, oder was? Jetzt kriege ich nur noch die Sachen. Das ist natürlich toll. Weil jetzt die Hälfte irgendwie nicht mehr drin ist, was vorher drin war. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer noch rot. Keine Ahnung. Ja, ich würde wirklich sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut, damit ich hier nicht bis ins Unendliche Rätsel rate und ihr nichts davon habt. Und wir sehen dann den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.